Kinder, die vegan essen, sind durchschnittlich intelligenter wie nicht vegane Kinder. Hey, guten Morgen klingt in erster Instanz sicher für die meisten von uns total pauschalisiert und ja, wir blicken da skeptisch auf diese Meinung, auch selbst als Veganer, ne? Aber wenn man sich dann mal die Informationsgrundlage dieser Aussage anschaut, dann wird einem klar, dass da was dran sein könnte. Zum einen gleich mal vorneweg, es gibt intelligente fleischessende Kinder, wie es weniger intelligente vegane Kinder gibt. Aber die Grundaussage beschreibt ja den Durchschnitt. Oder drücken wir es für uns Eltern mal deutlicher aus. Wenn wir unser Kind vegan ernähren, hat es eine höhere Chance, seine geistigen Fähigkeiten voll auszunutzen. So würde dieses Statement für uns praktisch relevanter heißen. Aber wie kommt man denn eigentlich darauf? Dazu müssen wir in die Tiefen der aktuellen Forschungen und Studien eintauchen. Mark Launder von der Universität in Rochester hat in einem Experiment herausgefunden, dass Bluthochdruck bei Kindern die Intelligenz signifikant mindert. Es wurden verschiedene neurokognitive Tests durchgeführt und man konnte beobachten, dass Kinder mit hohem Blutdruck im Durchschnitt bei den Tests schlechter abgeschlossen haben. Das heißt, das Wortgedächtnis gewesen oder das hörende Lernen, die exekutiven Fähigkeiten, also der Verstand, als auch die manuelle Geschicklichkeit. Der Intelligenzquotient war mittel über 4 Punkte schlechter als bei Kindern ohne hohen Blutdruck. Aber woher kommt denn hoher Blutdruck? Der größte Risikofaktor ist natürlich nach wie vor die Ernährung und dabei ist zum Beispiel Fett gleich doppelt gefährlich. Warum Fett generell? Ja, ausreichend zu sich genommen werden sollte, aber nicht in Massen, dazu habe ich schon andere Videos gemacht, vielleicht blende ich Euch oben was ein. Aber hier beim Bluthochdruck gibt es zwei Faktoren, einmal die hohe Energiedichte von Fett, die bei Kindern, die keine natürliche Sättigung haben, zu Adipositas und damit zu Bluthochdruck führt und zum anderen das Fett an sich. Wie in einer Studie an der Universität in Calgary gezeigt wurde, selber Fett Bluthochdruck auslösen kann. Die Studien sind wie gesagt immer unten. Dabei muss man allerdings tierische und pflanzliche Fette unterscheiden und ihr merkt schon so langsam wohin die Reise hingeht. In der Studie trat dieser Effekt nur bei gesättigten tierischen Fetten auf. Das heißt insbesondere Mahlzeiten die fettig sind und tierischer Herkunft, die katalysieren den Bluthochdruck enorm. Und dann sind wir schon bei weiteren Zusammenhängen zwischen dem mal etwas populistisch ausgedrückten verdummenden Bluthochdruck und tierischer Nahrung. In einer großen Studie der Harvard University wurde der Verzehr von Fleisch und das Risiko für Hypertonie, also Bluthochdruck, an knapp 30.000 Menschen untersucht. Auch hier zeigte sich empirisch eine Korrelation zwischen steigendem Fleischkonsum und Bluthochdruck. Die Kausalität, die dieser Korrelation zugrunde liegt, ist neben den schon eingangs erwähnten tierischen Fetten auch die erhöhte Tierproteinzufuhr durch Milchprodukte zum Beispiel, nach einer Studie im American College of Nutrition eben auch den Bluthochdruck katalysieren. Wie gesagt, alle Studien, die ich hier nenne, ich tue mir nicht irgendwas aus den Fingern saugen, sondern alle Studien, alles was ich sage, ist belegt, unten die Studien alle aufgeführt. Das sage ich nur immer mal dazu. Gerade in der Ernährungsdiskussion finde ich sowas sehr, sehr wichtig. Und in der Untersuchung, da genannt wurde, war es so, dass eben nicht nur der gesundheitliche Wert einer veganen Ernährung herausgestellt wurde, sondern eben auch der einer veganen und Kohlenhydrat dominierenden Ernährung. Da möchte ich auch immer darauf hinweisen. Also eine reine vegane Ernährung kann auch ungesund sein. Ja? Bei der gleichen Makronährstoffverteilung ist sie gesünder als eine omnivore Ernährung, aber auch eine vegane Ernährung kann ungesund sein. Ja? Es ist wichtig, dass man Kohlenhydrat dominiert ist. Ich habe da unzählige Videos zu gemacht. Ich blende irgendwo mal was oben ein jetzt. Ne? Ich bin ja auch am Anfang selber der Frage nachgegangen, wo ich Veganer wurde, wo ich mich mit Ernährung beschäftigt habe, so intensiv. Ne? Gesunde Ernährung. Bisher war mein Ziel immer nur, dass ich abnehmen wollte. Und gesunde Ernährung stand ja gar nicht so auf dem Blatt. Das ist eigentlich bizarr, ne? Aber ich. Alte Zeiten. Ja, und da habe ich ja genau geschaut, welche Makronährstoffverteilung ist denn nun die beste. Und ich bin ja relativ neutral reingegangen. Und und habe dann mich über 2 Jahre nun wirklich, wo ich intensiv geforscht habe, im Sinne von, dass ich Studien gelesen habe, natürlich keine Forschung selber initiiert. Aber ich habe Forschung gelesen, ich bin ja im Rezensententeam vom Springer Spektrum Verlag, was halt die viele Universitätsliteratur, gerade für Medizinstudenten und so weiter, hervorbringt. Und da habe ich schon einiges gelernt und
da habe ich eben auch meine Meinung bilden können und habe nun keine Zweifel mehr. Eine Kohlenhydrate dominierende vegane Kost, idealerweise auch unverarbeitet, das ist einfach die gesündeste Kost und das ist die gesündeste und natürlichste Kost, unser Potenzial auch maximiert, also dass wir so intelligent wie möglich werden, beziehungsweise unsere Kinder. Ja, ich glaube, das fühlt sich für euch auch intuitiv richtig an. Aber wer liest denn schon jetzt sagen wir von der Bevölkerung nur Fachbücher und Studien? Die wenigsten, die große Masse der Menschen wird durch massentaugliche Medien geprägt, wie die Bild-Zeitung oder populistische Schundliteratur, mittlerweile auch viele, viele YouTube-Kanäle. Ne? Und ja, und das ist dann halt, diese Medien teilen dann ihr Wissen ja, das, und die Leute konsumieren das und so bleibt das, oder solche unsinnigen Empfehlungen auch wie High Protein oder High Fat, das bleibt dann irgendwie immer wieder im Umlauf, ne? Weil es dann eben auch dankbare Abnehmer dieser gefährlichen Ratschläge gibt. Also hoher Blutdruck wird vor allem durch den Konsum tierischer Produkte gefördert. Nicht nur, dass es die Studien zum Thema gibt, wo Veganer einen viel niedrigeren Blutdruck haben als Fleischesser, ein oder zwei poste ich euch auch mal unten gleich mit, sondern ich habe ja selber, wie die Zuschauer, die seit der ersten Stunde meines YouTube-Kanals mit bei mir dabei gewesen sind, ja meinen Blutdruck und meine Blutfettwerte durch die vegane Ernährung in kürzester Zeit von einem stark überhöhten, krankhaften Level auf ein top gesundes Level transformieren können. Es ist also bei mir nicht nur die Forschung, sondern es ist auch die eigene Erfahrung. Ne? Ob das jetzt mit der Intelligenz korreliert, ob ich intelligenter geworden bin, das weiß ich nicht, aber es macht Sinn. Ne? Bei den Blutfettwerten bin ich sogar nun permanent unter 150, was kardiovaskuläre Erkrankungen, die Todesursache Nummer 1 quasi ausschließt. Und das trotz immer noch massigen Körper, ne? Und ein Lebengewicht von, ich müsste mal wieder wiegen, ich würde sagen 100, 105 Kilo, ich weiß es zurzeit gar nicht. Ne? Ich kann natürlich nicht sagen, ob die 35 Jahre, wo ich mit ja, knapp 170 Kilo hier rumgewackelt bin, Video zu den Bildern, die ich früher ausgesehen habe, gibt es oben in den Infokarten, ja, vielleicht schon zu viele in meinem Körper irgendwie zerstört habe oder sowas. Aber ich kann zumindest guten Gewissens sagen, ich hole jetzt das Maximum an Lebensqualität und an Gesundheit aus mir raus. Zumindest das Maximum, was ich rausholen will. Ich ernähre mich nicht zu 100% gesund, aber ich hole das Maximum raus. Also ich habe zumindest mich bestmöglich informiert. Ich glaube, das kann ich sagen. Und daraus ableitend gestalte ich meine Ernährung. Aber natürlich auch mal mit Produkten, die halt nicht so gesund sind. Wie zum Beispiel, dass ich mal gekochte Kartoffeln esse oder mal einen veganen Döner oder eine vegane Pizza oder was auch immer da esse. Ne? Und deswegen kann ich voller Überzeugung sagen, ausgehend von der Forschung, von Wissenschaft und von eigener Erfahrung, ja, passt dieses Statement. Ja, jetzt ist die Frage, wie lange dauert es, ja, bis du dich auch der täglich anwachsenden Gemeinschaft von Menschen anschließt. Ja, also ich persönlich bin vollst überzeugt Veganer und ja, muss da eigentlich gar nicht so groß an mir arbeiten. Es ist einfach, jede Faser meines Körpers sagt mittlerweile, das ist der richtige Weg. Ich habe schon überlegt, was die Gründe für Fleischkonsum sein könnten. Da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht und da könnt ihr euch auch eure Meinung bilden, ob ihr euch da anschließen könnt oder nicht. Und für mich ist zumindest vegane Ernährung für die eigene Gesundheit und für den Planeten ja, konkurrenzlos. Das ist einfach, es ist einfach das Beste. Und wie gesagt, aber vegane Ernährung immer Richtung Rohkost. Ne? Also vegane Ernährung ist nicht per se gesund, das möchte ich auch immer noch dazu sagen. Ja. Aber ich kann ja nicht alles relativieren in einem Video. Ich hoffe, ihr habt die Grundaussage verstanden. Ernährt eure Kinder vegan und sie werden intelligenter. Und ja, da bin ich mal gespannt auf eure Kommentare. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.